Jo Leute, was geht? Chef Strohs hier am Start mit einem neuen Video. Heute mit dem zweiten Teil von Luxman. Ich habe heute weniger gekürzt, dass sich viele Leute dafür interessiert haben, wie Luxman sein Geld macht. Es ist Kryptowährung. Wer es damit nicht auskennt, einfach mal googeln, einfach mal auf YouTube reinschauen, was Kryptowährung ist, wie man damit Geld macht. Heute erklärt nochmal Luxman, wie er so zu uns gekommen ist, zu Clash Royale, wie er auch sein Geld weiter, glaube ich, behandeln will und so weiter und so fort. Schaut euch einfach das Video an. Ich wünsche euch viel Spaß. Luxman, mega geiler Typ. Ich freue mich und bis dann. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Haut da rein. Ich schreibe jetzt hier schon mal 800 hin. Wenn nicht, schenke ich den Luxman gleich selber, aber ich finde ihn gerade nicht im Chat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir selber einen Sub schenken darf. Ich soll dich fragen, woher du das Geld hattest zum Investieren. Willst du das sagen oder willst du das auch nicht sagen? Nochmal? Woher du das Geld hattest, also nicht wie viele, sondern woher du das Geld hattest zum Investieren? Ich hatte da. Da konnte man Werbung schalten. Das heißt, was hattest du? Werbungslinks. Facebook-Seiten. Ah, okay. Also eigene Facebook-Seiten. Ja. Damals waren die ja richtig im Trend. Okay, krass. Schon damals habe ich irgendwie 2000 oder 3000 im Monat verdient, allein dadurch. Zu der Zeit war ich 14 oder 13. Alter, what the fuck, okay. Wir gehen mal zu dieser Fußballhalle, da war ich noch nie. Jo. Wie bist du auf deinen Namen Luxman 1 gekommen? Unholy Lama, danke für den Sub. Boah, das ist eine gute Frage. Ich heiße ja allgemein, normalerweise in Spielen Luxus. Okay. Das habe ich ja vergeben. Ja. Und ich hatte mir irgendwann mal den Account erstellt, Luxman. Okay. Da habe ich die Daten vergessen. Hab geil, ich ja. Luxman 1 genannt. Nice. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Leute. Und du hast einen Sub geschenkt bekommen von Alex. Nochmal? Du hast einen Sub von Alex geschenkt bekommen. Ah. Vielen Dank. Ey, ich hab keine Waffe und mich wird abgeschossen. Oh, ich hab auch keine, Sekunde. Also die Leute finde ich auf jeden Fall mega interessant. Hier ist auf jeden Fall einer. Jo. Auf dem Gebäude. Super nice. Auf jeden Fall läuft es mit dir viel, viel besser als mit Trimax. Du hörst wenigstens auf Calls oder so. Max, da sagt immer, nee, nee, hör auf, das machen wir nicht so und so. Das ist voll. Also deswegen ist es so schwer, mit Max zu spielen. An sich ist er kein schlechter Spieler. Aber du gibst ihm Calls, weil ich würde jetzt mal behaupten, ich verstehe das Spiel besser als er. Also der immer, nein, das machen wir nicht. Und das ist immer das Schwere mit Max. Er ist auf mich und Max gestoßen durch Clash Royale, weil er da besser werden wollte. Das war aber dafür ein netter Kerl. Ja, Max, das kann man nicht hassen. Wir haben auch mega viel gelacht, als er bei mir in Karlsruhe war. Ich soll dich fragen, also ich weiß nicht, ob du das sagen willst, aus welchem Bundesland du kommst. Das wäre so die einzige Einschränkung, würde ich sagen. Willst du das sagen? Ich kann auch direkt die Stadt sagen, ich komme aus Köln. Aus Köln, okay, geil. Also er kommt aus Köln. Bist du also undercover dann so auf die Gamescom oder so? Gehst du dann dahin, ohne dass du dich jetzt halt zu bekennen gibst? Also so bekannt bin ich ja nicht. Ja, klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel kommen würdest und sagen, ey, hier, ich bin Luxman, dann würde ich dich ja schon erkennen, weißt du, ich meine? Das Ding ist, ich gehe gar nicht auf die Gamescom, die ist mir zu voll, um ehrlich zu sein. Ja gut, das war die Frage. Okay. Ja gut, also du kannst auch gerade nochmal sagen, weil es hier noch einer angesprochen hat, man kann ja auch theoretisch sein ganzes Geld durch Ding verlieren, durch Investitionen in Kryptowährungen. Ich habe die Frage nicht verstanden. Also du kannst theoretisch dein ganzes, also ich wollte es nur für die Zuschauer nochmal sagen, weil jetzt viele sagen, das ist geil, du kannst auch theoretisch dein ganzes Geld in Kryptowährung verlieren. Das Problem ist, wenn du redest, geht ab und zu mal deine Stimme weg. Dann hörst du. Ah, okay. Also du kannst dein ganzes Geld durch Kryptowährungen verlieren. Das meinte ich damit. Dass du das denen sagst. Weißt du, ich meine? Hast du es jetzt verstanden? Kann man, aber ist halt sehr, sehr unwichtig. Okay. Aber man sagt ja immer, man soll nur so viel Geld investieren, wie man auch bereit ist zu verlieren, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Gut. Der Typ hat low. Also, dass ihr das wisst, Kinder. Ich hab einen getroffen. Sick. Da sind noch zwei Larrys im Haus.
Ich schieß hier. Hab einen. Nice. Wo ist der andere? Ah, da. Lass ihn mal pushen. Der will den reviven. Zwei. Ich hab mich erstmal um die gekümmert. Wo bist du? Ich war hier oben, wo bist du? Ich komm. Ah, hier, bei dir dort. Ich hab die kommen, pass mal auf. Jo, die kommen. Aber unten irgendwie. Oh mein Gott, er springt einfach rein, nice. Der Trottel. Nice. Super nice. Leute, ich hab die Falle zu hoch platziert. Wie alt ist er? 21. Ich soll dich fragen, warum du nicht verkauft hast, als der Kurs so weit oben war. Lachsmann ist 21, an sich sind Kryptowährungen Aktien, hat... Er wird jetzt noch mir privat 2000 Euro geben für die Charity. Ich kann euch nur sagen, so ein Ort zu besitzen ist zwar cool, aber auf Dauer total nervig. Zum Beispiel hier in Köln ist es total viele Zivilpolizisten unterwegs. Dann, wenn du Gas gibst? Nee, auch allgemein. Alleine wenn du so ein Auto besitzt, fällt es schon auf. Als das früher gesagt wurde, habe ich das selber nicht geglaubt. Ich dachte, die Leute übertreiben. Aber das ist wirklich so. Mhm. Ich glaube, wenn ich mit dem Auto fahre, freitags oder samstags, werde ich auf jeden Fall zweimal angehalten. Krass. Der gehört Kinners. Ich soll fahren, welches Deck du spielst, Lachsmann. Ein Clash Royale? Ja. Ich habe ein eigenes Deck. Ist so ein Packer-Deck. Okay. Ist jetzt nicht besonders gut, aber damit kann er spielen. Okay, nice. Hast du auch Lachsmann 1 auf Clash? Oder willst du das nicht sagen? Mann. Was hast du gesagt? Ich heiße dort Trenbolonhahn. Okay, da sind zwei. Jo. Hast du den? Ey, der hat nichts mehr. Samir hat sich da rechts hochgebaut. Jo. Erste, der andere hat low. Hab ihn. Sweet. Du hast Mini. Noch einer, glaube ich. Den anderen hab ich. Okay. Hier liegen noch Minis und eine Ska. Und eine goldene. Pumpgun. Nimmst du Minis mit? Dann nehme ich noch Verbände mit. Ich hab noch einen. Was? Ich hab. Ja, es sind noch Minis, die liegen da. Liegen genau welche rum. Ich kann dir auch noch 1000 Euro geben für Charity. Wo denn BBH? Also hast du jetzt mitgenommen? Die Minis? Die lagen hier. Welche meinst hier, du denn? Hier. Das kann, ne, da hab ich nicht. Die kannst du noch mitnehmen. Also im Zone. Ich glaub da mal ein Mini rein oder so. Nice, lass mir einfach offen. Du könntest ja eigentlich einbauen, hier den Zonenrand. Jo. Können wir den Rand zu mir?
Geh an die. Ja. Nice. Ach du Scheiße. Bist du nicht durch? Komisch. Passt. Der ist da oben. Ich hab keine Sniper. Er hat nicht geantwortet, er wird es euch wahrscheinlich nicht sagen wegen dem Schulterproblem. Was heißt BO3? BO3 gegen Luxman. Ja, aber er sagt, er selber nicht so gut in CR. Ich weiß nicht, die Zuschauer wollen uns, dass wir ein BO3 in CR machen, aber du hast ja selber gesagt, du bist jetzt nicht so der Beste. Ich weiß nicht, was dein Skill-Level. Ich will nicht, also ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt total schlecht. Ich hab nur ein Deck. Ein anderes kann ich nicht. Also selbst wenn ich die erste Runde gewinnen würde, würde ich das nächste Game einfach einen Counter picken und ich hätte keine Chance. Wie gehört Chat? Wer ist da oben drin? Jo. Ah, der wird nicht facen. Lass das mal ein bisschen warten, bis noch andere kommen oder so, dann können wir nachher noch wegmachen. Jo. Hast du was mit 18 mal gemacht und ob du das empfehlen kannst, wenn ja, also im jungen Alter? Ich habe ehrlich gesagt gar nichts mit 18 zu tun. Okay. Ich weiß nicht, Blackwalker, es ist schon die Wahrscheinlichkeit schon, dass du Geld verlierst, ja. Wir alle in BO3 wollen gegen Luxman. Ah, Luxman ist ein cooler Typ. Das ist mal unten wegzuschießen, dann pass auf, der sniped. Ach du Scheiße. Ja, das meinte ich, warte mal. Ich habe ja noch von woanders beschossen. Jo. Ich weiß auch von wo. Einer hat einen Hit. Einer ist down. Letzter ist links unten. Lass sie pushen, lass sie pushen. Nice. Da ist so ein blauer Drang, den kannst du nehmen, wenn du willst. Nimm du ihn ruhig. Ah, es sind sogar zwei, also kannst du einen haben. Liegt hier. Jo. Er hat eine R8 und holt sich noch einen Lamborghini. Aventador. Wissen deine Freunde, dass du so viel Geld hast? Und wenn ja, oder wenn es dein bester Freund weiß, was sagt er dazu? Ich hab dich gerade wieder nicht gehört. Ob deine Freunde wissen, dass du so viel Geld hast? Einige ja, einige nicht. Sozusagen nur die guten Freunde. Genau. Okay. Gut, sind wir jetzt zwei drin, nice. Pass auf, wo die letzten beiden sind. Oh, ich sehe den einen schon, der peakt. Der ist oben im... Geht er um? Weiß nicht, was der macht. Ich glaube, das sind zwei alleine. Ich glaube, das sind zwei Leute, die alleine spielen. Okay. Hat einen Hit.
Ich habe leider kein Jump Pad. Der ist runtergefallen, lass ihn mal pushen, hier rechts, bitte. Ja. Ist weggeflogen. Jo, einfach drauf, nice. Er ist da unten. Könnte ich um rechts, komme ich um links. Der ist hier oben. Ich angebaut. Der haut ab und jumpt. Hast du den anderen? Ja, einen habe ich. Oh, der haut ab oder was? Jo, der haut ab. Wohin? Nordosten. Ja, der baut da. Dead so low. Sick, Mann, sick. Nice Runde, Alter, 9 Kills. Geil, Mann. War zweite Runde in Folge, oder? Killer, Mann. Oh, Luxman ist ein guter Spieler, besser als mit Trimax.